Hallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie man mal den Scheinwerfer ausbaut. Ich weiß, da gibt es schon einiges an Videomaterial im Internet zu finden. Ich zeige es euch jetzt trotzdem nochmal. Die meisten werden ja bestimmt das Ausbauwerkzeug haben, also diesen Schlüssel, der im Dings mit dabei ist, im Bordwerkzeug. Wenn ihr den nicht habt, ist kein Beinbruch. Das geht auch mit sowas. Ich habe mir das schon mal bereitgelegt. Also es ist einfach nur so ein Griff halt und eine 6er Nuss. Ich habe mir jetzt auch nur als Hebelverlängerung quasi die Ratsche mit drauf gemacht. Und dann fährt man hier vorne rein. Das zeige ich euch kurz. Hier vorne fährt man rein. Da sieht man den Sechskant schon. Genau. Und dann drückt man das einfach nur vor. So lange, bis sich der Scheinwerfer löst. Jetzt merkt man schon, jetzt wird es schwer. So, ich habe mich jetzt mal hierher gestellt, dass ihr das besser am Scheinwerfer seht. Also jetzt merkt man deutlichen Widerstand. Dann dreht man weiter und dann sieht man, jetzt kommt er rausgerutscht. So, und dann geht man einfach her und zieht den Scheinwerfer nach vorne raus. Noch ein Stück, nee, das war schon alles. Manchmal hängt er noch ein bisschen. So. Genau, und schon hat man den Scheinwerfer draußen. Was jetzt oft noch Probleme macht, dass die Scheinwerfer nicht funktionieren oder es zu Ausfällen kommt, ist hier hinten drin der Stecker. Dieser Stecker, der hat hier hinten zwei Federklammern dran, links und rechts. Und wenn die abgebrochen sind, dann kann der sich bewegen und der Kontakt ist nicht mehr der beste. So kann es also hier zu Ausfällen kommen. Wenn man jetzt den Scheinwerfer wieder reinmacht, weil man nur eine Birne gewechselt hat, dann nimmt man den Scheinwerfer einfach wieder, guckt, dass da hinten nichts blockiert ist im Stecker, setzt ihn wieder ein. Der hat eine Führung hier und eine Führung unten. So, aber noch nicht ganz. Ich schalte hier jetzt um, drücke ein bisschen dagegen. Also, dann wieder ein Stück zurückdrehen, bis es nicht mehr weitergeht. Dann ist dieser Bügel wieder komplett oben und hindert den Scheinwerfer am Rausrutschen. So ist er dann auch richtig hinten am Stecker dran. Und so kann man ihn wieder einbauen. Auch ohne das Original Ausbauwerkzeug dafür. Genau, dann den Deckel wieder drauf. Und fertig ist man. So schnell kann es gehen und manchmal kann es aber doch ein bisschen tricky sein, bis man es wieder reingefummelt hat, an die Stelle, wo es hin muss, damit es eben auch richtig sitzt und vor allen Dingen dauerhaft guten Kontakt hat. Das ist ja das Wichtigste dabei. Wenn der Hebel nicht wieder ganz zurückgedreht ist, dass der Scheinwerfer sich bewegen kann, dann könnte es natürlich sein, dass wir wieder ein bisschen Bewegung in dem Stecker haben und dass es da wieder zu Ausfällen kommt. Also wichtig, wenn er den rausmacht, gucken, wie die Stecker hinten aussehen, ob die Federbügel noch dran sind oder ob die abgebrochen sind. Und beim Wiedereinbauen einfach darauf achten, dass dementsprechend der Bügel zurückgedreht wird. In diesem Sinne soll es das von mir heute gewesen sein. Wenn euch gefällt, was ich mache, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!